Hallo, guten Morgen und herzlich willkommen auf Malta. Ja, endlich hat's mal geklappt. Ich bin auch zum ersten Mal hier. Bin noch ein bisschen geschafft wegen meiner Erkältung, aber trotzdem konnte ich es mir jetzt nicht nehmen lassen, mal von Bord zu gehen. Hinter uns unser Schiff, vor uns die Insel. Ja, das macht doch schon mal einen interessanten Eindruck hier, wo man so ankommt. Wir schauen uns jetzt mal um. Ich bin auch, wie gesagt, noch nicht hier gewesen, kann jetzt nicht direkt auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen und euch jetzt irgendwas zeigen, sondern ich muss mich jetzt mit euch zusammen orientieren. Wir wollen mal gucken, ob wir mal so eine Hop-on-Hop-off-Rundfahrt machen hier über die Insel, um ein bisschen einen Eindruck zu gewinnen. Da soll es mehrere Anbieter geben. Für einen hat MSC uns schon die Ticket auf die Kabine gelegt. Da braucht man dann nur seine Kabinennummer eintragen und kann dann da teilnehmen für 22 Euro. Und das zweite, da hat uns gestern so ein Opa in Palermo so einen Plan an die Hand gegeben. Die fahren wohl auch in Palermo, die kosten angeblich nur 15 Euro. Ja, wir müssen jetzt mal vergleichen, was die anbieten und für was wir uns dann entscheiden. So, wir sind jetzt hier aus dem Hafen rausgeschleust worden. Interessanterweise kommt hier ein vollbesetzter Bus von dieser Rundfahrtfirma raus. Darf aber zu Fuß da nicht rein, also frage ich mich, wo die denn mit ihren Bumskarren halten. Besonders geschäftstüchtig waren die in dem Fall nicht. Kein Bus weder von der einen noch von der anderen Firma da. Dafür 100.000 Taxifahrer, die einem wieder Touren verkaufen wollen. Ja, man kann jetzt eigentlich nicht viel machen, als einfach nur die ganzen Gruppe hier in die Richtung nachgehen. Ja, und hier soll es jetzt Richtung Innenstadt gehen. Mal gucken, wo wir auskommen. Ja, und hier steht einer von Maltas historischen Bussen. Da haben die hier einen Souvenirshop draus gemacht. Diese Busse, die haben hier eine gewisse Historie, und zwar ist bis vor einigen Jahren so, also noch mal kurz, bevor wir jetzt hier loslegen, diese historischen Busse, was die da hinten zum Souvenirshop umgebaut hatten, die haben hier so eine gewisse Tradition, und zwar bis vor einigen Jahren wurde hier der gesamte Linienbusverkehr von so kleinen ortsansässigen Unternehmen durchgeführt, die hier Konzessionen hatten, und die fuhren eben schon sehr, sehr viele Jahre mit diesen historischen Bussen durch die Gegend, teilweise wo sind dann mal neue angeschafft worden etc. Ja, und irgendwann hat man das Ganze dann aber zentralisiert, weil das halt teilweise sehr chaotisch wohl abgelaufen ist. Einige haben sehr gut in ihre Busse investiert, andere nicht. Dann wurden eben auch gerne mal Touristen übers Ohr gehauen etc. Und dann hat man irgendwann gesagt, wir machen damit Schluss und schreiben den ganzen Busverkehr zentral aus. Da hat sich dann die Deutsche Bahn hier einen wunderbaren Namen gemacht. Die hat das nämlich mit ihrer Tochter Arriva hier, glaube ich, war es, gewonnen, die Ausschreibung. Hat dann hier angefangen, hat Busse angeschafft, die überhaupt nicht durch die Straßen passten etc. Und hat dann nach einer gewissen Zeit gesagt, nee, man könnte das Ganze hier nicht bewältigen, und ist dann hier wieder sang- und klanglos von der Insel verschwunden, und es musste dann alles neu vergeben werden. Aber wie gesagt, ein paar von diesen alten Bussen gibt es noch für Rundfahrten etc. oder eben auch so als Souvenirshop und so. Ja,
Wir sind jetzt hier mit dem gelben Bus gefahren, was ich schon gesagt habe, beziehungsweise wir sitzen jetzt hier drin und warten auf die Abfahrt. Wenn ihr also viel sehen wollt, dann macht er die Tour mit den roten Bussen, weil die haben zwei oder drei Linien hier. Kostet 25 Euro mit den Tickets von MSC 22. Und hier mit denen hier, das ist eine 90 Minuten Non-Stop-Tour für 15 Euro. Das ist natürlich auch nicht zu teuer, ist aber nur diese eine Tour Non-Stop. Aber wir haben uns jetzt trotzdem hierfür entschieden, weil das Problem war mit der roten Firma hier. Da stehen gefühlt 200 Leute an dem Busstopp. Das heißt, die nächsten drei Busse sind erstmal voll mit Schiffsgästen. Und dann wollten wir schon zu Fuß in die Stadt gehen. Dann haben wir gesehen, ja, hier gibt es den, der macht jetzt hier das Angebot. Und dann haben wir gesagt, komm, da geben wir jetzt hier die 15 Euro, um uns mal einen Überblick zu verschaffen. Also man kann hier auf der Tour doch unterwegs aussteigen. Wahrscheinlich hatte der Verkäufer nur gemeint, die Tour dauert 90 Minuten nonstop. Also wenn man sie ohne Unterbrechung fährt. Das sind dann immer so die sprachlichen Barrieren. Wir sind jetzt hier mal ausgestiegen an den Garten von St. Anton, weil hier ist es ein bisschen grün und nicht ganz so überlaufen. Und da wollten wir uns jetzt mal hier ein bisschen umgucken. Ich habe nicht so ganz genau verstanden, ob der jetzt alle 20 oder alle 30 Minuten kommt mit dem Bus. Weil der Fahrer spricht auch in Englisch, da rollen sich dir die Fußnägel auf. Ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass die hier alle gut Englisch sprechen. Ja, aber auf jeden Fall sind wir jetzt mal hier, haben hier mal eine kurze Unterbrechung gemacht, können wir uns hier mal ein bisschen umgucken. Und dann geht es dann gleich wieder weiter. Wenn wir so für 15 Euro ein bisschen was von der Insel sehen können, dann ist es ja okay. Hier kommt übrigens mal einer von den, wie ich eben gesagt habe, neuen modernen Linienbussen jetzt hier von Malta.
Ja, und hier in den Gärten von St. Anton, da gibt es auch einige Vogelvoliere. Ja, wir sind jetzt noch mal hier in der Inselhauptstadt Valletta ausgestiegen. So sehen die übrigens aus, diese Busse von der Firma. Und wir gucken nachher mal, ob wir den wieder zurücknehmen oder ob wir uns für einen Zehner ein Taxi zum Hafen nehmen. In die andere Richtung fuhren die Taxis für 10 Euro hier in die Stadt. Da wird man vielleicht auch einen finden, der für den Preis wieder zurückfährt. Ja. Ich meine, ist natürlich immer, wenn man das erste Mal irgendwo ist, eine schöne Übersicht, wenn man so eine Tour macht. Problem ist, die Chaisen sind furchtbarer Schrott. Dann sehe ich diesen Sinn hier für so ein Ziel an diesen Cabrio-Bussen nicht, weil der fährt die halbe Zeit über der Autobahn mit 80 Sachen und du gehst da drin fliegen. Also spätestens, wer jetzt noch nicht erkältet war, der ist jetzt krank. Ich hoffe, dass mich das jetzt nicht um Jahre zurückwirft. Also ich muss sagen, wenn ich noch mal hier wäre, würde ich den städtischen Linienbus nehmen. Aber für einen ersten Überblick für 15 Euro kann man das machen. Nur wie gesagt, ich verstehe das nicht, wo der Sinn sein soll, da mit komplett offenen Seiten zu fahren. Ich meine, wofür hat die Menschheit Glasscheiben und die Klimaanlage erfunden? Da kann ich ja genauso gut in einem vernünftig geschlossenen Bus sitzen. Also gefühlt würde ich sagen, wenn ihr Plätze da bekommt und ihr wollt so eine Rundfahrt machen, nehmt eine der anderen beiden Firmen. Aber hier, der war jetzt leider der Einzige, der im Hafenbereich Platz hatte auf seiner Chaise. Und da wir jetzt auch nicht noch über eine Stunde warten wollten, bis wir auf einen freien Bus kommen, haben wir dann den genommen für einen Ersteindruck. Aber ich würde sagen, das Preis-Leistungs-Verhältnis dieser Firma
ist das schlechteste von denen, die hier rumgurken. Ja, hier geht's jetzt definitiv ins Stadtzentrum. Hier diese große Stadtbefestigung erinnert mich ein bisschen an Dubrovnik. Da geht das auch so da rein. Oh, kann man da mit dem Aufzug runterschäßen? Das sieht interessant aus. Das müsste man sich angucken. Das ist wieder das Richtige für mich. So, hier ist jetzt wirklich die zentrale Innenstadtstraße von Valletta. Ja, leider weiß das Wetter gerade nicht so, was es will. Es fängt immer wieder an zu regnen, dann hört es wieder ein bisschen auf. Ist natürlich jetzt mit Erkältung auch nicht so schön. Aber man will ja wenigstens mal hier die Hauptstraße runter und wieder hochgeschlendert sein, um mal gesehen zu haben, was es hier so gibt. Ja, wir haben mal einen kurzen Zwischenstopp hier in so einem altehrwürdigen Café gemacht, einen Schluck getrunken und jetzt gehen wir langsam wieder zurück hier die Innenstadtstraße, weil allzu viel kann man ja immer an so einem Tag nicht machen, man kann ja auch nicht zu weit weg gehen oder fahren, nachher hat man sein Schiff verpasst. Aber ich muss sagen, hier Malta gefällt mir gut. Durchaus könnte ich mir vorstellen, hier auch mal für ein paar Tage hinzukommen. So, und hier geht es wieder aus der Stadt raus. Und jetzt wollte ich mir mal da vorne das angucken mit dem Aufzug. Wo das denn da hingeht, wofür der ist. Boah, eben Regen und jetzt brennt die Sonne wieder so mordsmäßig, dass man fast es nicht aushalten kann. Ich glaube, der ist aber nichts in Betrieb. Irgendwie ging es da wohl mal runter. Aber das ist wohl nicht mehr. Da kann man jetzt hier so ein ellenlanges Treppenhaus langlaufen. Aber das sparen wir uns jetzt dann auch. Ja, ist natürlich schade, baut man hier sowas und dann lässt man das so verkommen. Ne? Verstehe ich auch nicht. Man doch hier so ein hier schon so einen Zugang dran baut. Ja, hier oben kann man auch überall noch rauf, da auf diese Befestigungen, aber da brennt mir jetzt ehrlich gesagt zu sehr die Sonne. Das sind wirklich so Sachen, die kann man gut machen, wenn man hier im Urlaub ist und sagt, komm, die mache ich früh morgens oder am Abend mal. Aber jetzt hier für so einen Aufenthalt mitten am Tage ist das nicht so das Wahre. Ja, ja, das geht auch. Das geht alles da komplett unten, da in die Tiefen dieser Stadtbefestigung. Ja, das wäre natürlich schön gewesen, wenn man da mit diesem gläsernen Aufzug hätte runterfahren können. Natürlich schade, dass das so verkommt. So, einmal zurück vom Landgang auf Malta. Wieder zurück hier auf dem Schiff. Nebenan ist gerade der Kabinensteward am Saubermachen. Ja, eigentlich hätten wir noch was Zeit gehabt, aber ich war jetzt auch
ziemlich groggy. Und man sieht das auch, die meisten Leute, also ganz viele kommen jetzt wieder zurück an Bord, schon relativ zeitig und machen eigentlich auch nicht viel anderes als das, was wir so machen. Vielleicht mal eine Rundfahrt über die Insel und dann mal durch die Altstadt gehen. Und das ist es dann eigentlich auch. Das ist das, was die meisten Menschen auf so einer Kreuzfahrt machen. Natürlich, wenn man eine Woche Urlaub irgendwo macht, kann man sich die Dinge viel schöner erkunden. Da hat man auch Zeit, da kann man auch, wenn man im Hotel ankommt, sich erstmal einen Plan organisieren. Und dann kann man sich da Notizen drauf machen, dann kann man sie in Ruhe mal lesen und am nächsten Tag erschließt man sich dann was. Es gibt hier wirklich scheinbar ein sehr gutes Busnetz. Dann kann man auch im Hotel fragen und so. Aber hier auf so einem Schiff, dir werden ja auch ganz bewusst Informationen vorenthalten. Also früher, als ich angefangen habe mit Kreuzfahrten, war das üblich, dass man in dem Tagesprogramm, da gab es eine Hafeninfo, da stand, wo ist der Hafen, wie weit ist der weg, wie kommt man in die Innenstadt und so. Aber da ist ja nichts mehr, da ist noch irgendwie so ein Dreizeiler, dass die dir überhaupt noch sagen, wo wir am nächsten Tag halten und wann du wieder an Bord sein musst, das ist schon viel. Ne? Mehr gibt es an Info gar nicht mehr. Ansonsten hast du 3 Seiten lang Shopping-Empfehlungen, was heute an Bord im Angebot ist, aber keine wirklich nahhafte Information mehr. Das wird einem alles bewusst von den Reedereien vorenthalten, damit man gar nicht auf die Idee kommt, überhaupt woanders was zu kaufen. Ja, und dann bist du natürlich sehr eingeschränkt in dem, was du machen kannst, wenn du nicht weißt. Ich meine, ihr habt das in Genua gesehen. Ich wusste sofort, wo wir hingehen müssen, was wir machen wollen. Und wenn man sich auskennt, aber wenn du dann das erste Mal irgendwo bist und du musst dir das erst noch erschließen, dann, dann bist du ja immer auch so in diesem Risiko, dass du ja auch rechtzeitig wieder zurück sein musst und dass alles funktionieren muss. Ja, und schade finde ich einfach, dass in vielen Ländern, und das ist ja halt auch auf Malta so, wirklich von den lokalen Behörden dem Betrug Vorschuss gegeben wird oder Dinge gar nicht beachtet werden und so. Wie jetzt hier, wir hatten ja da an diesem Aufzug gestanden, wo ich sage, ach, das geht da irgendwo runter in diese Stadtbefestigung. Das wäre wohl der in allen Medien, in allen Reisereportagen immer toll gezeigte Aufzug zwischen dem Hafen und der Oberstadt gewesen. Normal hätten wir jetzt da runter gemusst und wären dann direkt auf der Hafenebene gewesen und hätten zu Fuß dahin gehen können. Kein Mensch ging da, weil es kein Mensch wusste. Es ist auch nichts ausgeschildert. Ne? Fahr auf die Kanaren mal, ne? Die wissen, wie Kreuzfahrt geht auf Teneriffa. Du kommst an, da ist eine Linie im Hafen, die führt dich bis ins Stadtzentrum. Und dann siehst du, wo du auskommst und weißt auch nachher, wo du wieder zum Hafen zurückgehen kannst. Und hier ist das so, am Hafen werden ganz massiv wirst du bedrängt von Leuten, die dir irgendwas verkaufen wollen. So, und wenn du dann natürlich so eine Bustour mitmachst und du steigst dann am Ende in Valletta aus, um dir die Altstadt anzugucken, dann weißt du ja nicht, wie du zurück zum Hafen kommen kannst. Und wenn dann da nichts ausgeschildert steht, dann läufst du natürlich knatschverkehrt. Ne? Oder genauso, wo ich dann sagte, ja, müssen wir nachher mal gucken. Ich hatte gehört, dass die für 10 Euro vom Schiff ins Zentrum fahren, dass wir ein Taxi zurücknehmen. Das sind keine 10 Minuten zu Fuß aus dem Zentrum. Diese 10 Euro ist Abzocke, ist totaler Betrug. Für eine Taxifahrt von, ich sag mal, 600 Metern, da 10 Euro zu nehmen. Aber die Leute wissen nicht, wie weit es weg ist, wenn die zum ersten Mal hier sind. Und die fahren dann damit und lassen sich 10 Euro aus der Tasche ziehen.
Und das sind so Dinge, ich finde das so schade, weil es ist eigentlich so schön. Man könnte sich so schön was angucken, aber da kann ich doch erwarten, dass dann auch die Dinge wie so ein Verbindungsaufzug zwischen Hafen und der Stadt, dass der funktioniert. Und ich sag mal, der war jetzt, so wie der aussah, nicht gerade mal eben kaputt gegangen. Da wird wahrscheinlich schon seit Jahren nichts mehr investiert, aber im Fernsehen präsentiert man sich halt noch so, ne? Das finde ich, sind so Sachen, die gehen gar nicht. Und ich verstehe das auch nicht so aus der Sicht von so einem Tourismusbeauftragten. Wenn ich jetzt hier verantwortlich wäre, dann würde ich mir mal jemand einladen, zum Beispiel aus Teneriffa oder sonst woher, und würde mal sagen: Hör mal, komm mal eine Woche, wir bezahlen dir das. Und jetzt kommst du mal mit in die Stadt. Und jetzt stell dir mal vor, du wärst Kreuzfahrtpassagier, du hast jetzt hier eine Bustour beendet in der Altstadt von Valletta und du müsstest jetzt zurück zum Schiff. Du gehst jetzt mal den Weg, ich gehe hinter dir, ich als Einheimischer weiß natürlich den Weg und ich guck jetzt mal, wo strandest du, wo sind deine Probleme, wo kommst du nicht mehr weiter? Ne? Und daran sieht man doch auch, wie man seine Beschilderung dann verbessern muss. Klar, als Einheimischer weiß ich das. Ich weiß in Viersen auch, wenn ich bei meinen Eltern stehe am Haus, dann weiß ich auch, wie ich innerhalb von Minuten zum Krankenhaus komme. Da geht man einmal quer über den Friedhof, aber ein Fremder, der wird sich wahrscheinlich totlaufen. Ne? Aber das ist doch eine Aufgabe auch von Tourismusmanagement, dass ich da sowas optimiere und dass ich mir dann auch Leute hole und mal sage, hey, wie empfindest du das? Wie siehst du, wie klar ist diese Ausschilderung für dich? Oder wie klar sind auch Angebote? Ne? Auch dieses Thema jetzt mit dieser Bustour, die wir gemacht haben, dann macht der einen Stopp, das Valletta City Center. Die andere Firma fährt viel näher ans Zentrum ran. Da sind die wahrscheinlich zu geizig, den Preis für den Busbahnhof zu nutzen. Dann lassen die dich irgendwo einen halben Kilometer weiter in der Seitenstraße raus. Da muss aber auch lokale Tourismusmanagement muss dann hingehen und sagen, hör mal, das darfst du nicht als Valletta-Zentrum anbieten. Das ist Betrug an unseren Gästen. Die sind nachher unzufrieden und kommen nicht mehr. Da finde ich, wird in vielen, vielen Ländern zu wenig gemacht. Da muss eigentlich viel mehr passieren. Und auch vor dem Hintergrund, auch wenn viele immer sagen, ja, Kreuzfahrtpassagiere sind ja undankbare Gäste und die lassen kein Geld da. Ich finde schon, dass viele Kreuzfahrtpassagiere Geld da lassen. Und wenn ich als Kreuzfahrer weiß, vor Ort sind Dinge gut geregelt, ich kann gut einen örtlichen Anbieter für einen Ausflug nehmen, weil es fair bepreist ist, fair betitelt ist, dass ich das bekomme, was auch draufsteht. Warum sollte ich dann einen überteuerten Ausflug auf dem Schiff buchen? Dann bin ich doch auch gewillt, vor Ort mein Geld zu lassen. Genauso gehe ich doch vor Ort in die Gastronomie, ich trinke was, ich kaufe vor Ort was. Da denke ich, da wird einfach dann zu sehr alles über einen Kamm geschoren und gesagt, ja, die lassen kein Geld hier, aber dann muss ich mich halt auch mal fragen, woran das liegt, wenn ich natürlich als Passagier schon sage, ich habe schon Sorge, dass ich da gar nichts finde und dann aus Angst doch einen Ausflug an Bord buche, klar, dann bleibt der Löwenanteil an Geld bleibt wieder bei der Reederei hängen. Ja, das sind wieder meine Überlegungen und meine 5 Cent dazu. Kann man sehen, wie man will. Wie gesagt, ich finde es einfach schade, weil eigentlich hat es mir hier gut gefallen und ich hätte mir gut vorstellen können, hier auch mal hinzukommen. Aber ja, gerade durch mein Handicap mit den Augen und so wäre ich, glaube ich, nach 2 Tagen völlig frustriert und weiß gar nicht mehr, ob ich hier irgendwas finden würde, weil das alles so wuselig und schlecht ausgeschildert ist. Ne? So, ich geh jetzt gleich Norbert abholen, wir gehen mal einen Schluck trinken und ein Stückchen Pizza essen und dann lege ich mich noch mal ein Stündchen aufs Ohr, hoffe, dass es mir ein bisschen besser wird. Ich habe mir ein paar Grippetabletten da in der Altstadt geholt und heute Abend steht die Kleidungsempfehlung auf elegant. Mal schauen, was dann der Abend an Bord bringt.